Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Oh, der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Rückwärts. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Dann entblößen wir die Westfront. Lass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Anders kann man das nicht machen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich bin mit mir ins Rade gekommen. Ja, vielleicht schon da! Das kann und darf nicht sein. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Erwähnt sich bereits als Sieger, bis wir in 10 greifen. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Ein paar Vanille Faulbeins! Ihr Anzug und Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Rückwärts! Mit welchen Kräften, mein Führer? Ach, Unsinn! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Jetzt will er, dass Steiner angreift. Sie ist ohne Ehre! Das ist purer Wahnsinn! So behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Die gnädige Stunde, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe. Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst. Sind alle verrückt geworden? Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumschädlich. Egal, was passiert, wir werden durchhalten. An meiner Person! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände. Sie haben nichts Unrechtes getan. Ich muss hier weg. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge? Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! We-
Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Fuck! Ich hätte gut daran getan! Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht, Verrat, sind aus der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Keitel. Nein, mein Führer. Jodel. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Krebs. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wunder. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Die Logik der Frau. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ja, 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 ein unberechenbarer Künstler. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Sie sind ohne Ehre! Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Ja, vielleicht schon! Und Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ja, vielleicht schon dort! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Herr Führer, mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Es ist gut. Dann suchen Sie ihn! Himmler, ich will Fegeland sehen! Sofort! Fegeland, da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Himmler! Zu spät. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Meine Person! Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Für Menschengeld. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Fake!
Feigelein! Himmler heißt in Lübeck. Feigelein! Himmler! Ein die anderen! Ja, 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 ja! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Mein Führer, bei angebotenem Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den braunen Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Von vor kommt der Beschuss! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Kapitulieren niemals! Das ist empört!